Dieses kurze Lernvideo behandelt im Rahmen der Verhaltensbiologie die Instinkthandlungen. Instinkthandlungen sind wie Reflexe nicht erlernte, sondern angeborene Verhaltensweisen, die unter gleichen Bedingungen stets in derselben starren Form ablaufen. Der Hauptunterschied zu den Reflexen liegt darin, dass bei Instinkthandlungen eine Motivation zugrunde liegt und es dafür bei ihnen nicht so sehr auf die Schnelligkeit ankommt. Außerdem sind Instinkthandlungen um einiges komplexer als Reflexe, wie wir anhand der Ablaufphasen, die wir uns nun ansehen, nachvollziehen werden. Hierbei werde ich jede einzelne Phase mit dem Jagd- und Fressverhalten einer Kröte beispielhaft hervorheben. Zu Beginn einer jeden Instinkthandlung liegt irgendeine Form der Motivation vor. In unserem Fall wäre dies der Hunger der Kröte. Darauf folgt die ungerichtete Appetenz. Bei unserer Kröte könnte das ein suchendes Umherhüpfen in ihrem Habitat sein. Hierauf wiederum folgt der Schlüsselreiz, ohne den kein Vollenden der Instinkthandlung möglich ist. In unserem Fall könnte es sich um das Erspähen eines Wurmes handeln. Der Schlüsselreiz führt zur Taxis, worunter man ein gerichtetes Orientierungsverhalten versteht. So fixiert die Kröte beispielsweise den Wurm mit den Augen und bewegt sich auf ihn zu. Der letzte Schritt ist die sogenannte Endhandlung. Die Kröte lässt die Zunge hervorschnellen und schluckt den Wurm. Eng mit der Instinkthandlung verknüpft ist das Prinzip der doppelten Quantifizierung sowie die Auslösemechanismen, zu denen ihr über die Videoanmerkungen oder über die Infobox oder die entsprechende Playlist gelangt. Würde mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns somit unterstützt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video, deine Streberfabrik.